So, und damit wieder mal herzlich willkommen zu Charon Dawn of Heroes. So, und bevor wir da in diesen Wald gehen, wollte ich doch nochmal in eine Stadt gehen, wo wir bereits waren. Und zwar da, wo angeblich die Diebesgilde sein soll, denn als ich quasi den Part, wo wir in dieser Stadt waren, bearbeitet habe, nochmal, da ist mir dann irgendwie noch was aufgefallen. Und zwar hat auch jemand gesagt, dass irgendwo weiter unten der Eingang zu Diebesgilde ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da mich genau umgesehen habe. Deswegen schaue ich dann noch einmal nach. Vielleicht muss ich den Eingang da zu dem Skill mit einer Bombe oder so sprengen. Beziehungsweise vielleicht ist hier unten dann irgendwo das Versteck. Oh. Tatsache. Da habe ich mich echt beschissen umgesehen. Beim ersten Mal. Hm, da geht es voll runter in die Kanalisation. Da hinabsteigen, ne? Vor allem jetzt vorwärts zu dritt, sonst soll das ja noch einfacher sein. Ja, was bist du denn für einer? Schleim also. Keine Ahnung, was da hilft. Oder ob da überhaupt was hilft. Naja, aber wir machen das schon. Oh, ja bitte. Okay. Anscheinend reicht das schon aus. Mal schauen, was hier denn der normale Angriff so macht. Ja, okay. Magie macht dann doch schon mehr. Ich denke, das reicht, wenn ich dann... Ja, wenn ihr Blitzmagie angreift und mit den anderen so ganz normal. Zumindest, wenn wir was mit Schleim zu tun haben. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine Kanalisation. So. Schauen wir mal, ob sich das so auszahlt. Oh, ich sehe gerade, durch den Schleim wird man langsamer. Okay, aber so ist das ganz gut. Scheint also ihre Schwäche zu sein. Ihr Blitz. Ja, aber das läuft doch. Hallo? Okay, da hat er sich aber lange überlegt, ob er jetzt stirbt oder doch lieber noch am Leben bleibt. Ja, und ich muss jetzt nicht unbedingt gegen jeden Schleim kämpfen. Ein Lebenssammel 806. Gehen wir denn den Lebenssamen? Na komm, ich würde sagen, hier passiert bisher am wenigsten. So. Die Verteidigung ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie pralle. Aha. Okay, was hat's gebracht? Beziehungsweise hat es überhaupt was gebracht? Ich kenne nämlich so ein Spiel, da waren sämtliche Schalter nutzlos. Da hat sich jetzt nicht wirklich was getan, oder? Da habe ich jetzt die Brücke hier quasi geöffnet. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich gar nicht drauf geachtet. Ob da schon vorher die Brücke war. Na gut.
der Dämonenblitz. Einmal das und dann noch einmal. Bitte. Ja, machen wir das mal. Weil ich glaube, die waren ein bisschen stärker. Ja, wo ich auch geirrt habe. Natürlich verfehlt. So, dann der Dämonenblitz und zweimal normal. Angreifen bitte. So, gleich werde ich mit ihr mal das Gebet einsetzen. Jetzt nicht weiter. Ah ja, die guten Fledermäuse. Aber es war nur so. Kümmern wir uns um den Schleim. Und dann die Fledermäuse. Die sind sowieso nicht so stark und die sind auch relativ schnell weg. Ja, die machen hier schon 0 Schaden. Und eine flieht sogar. Eine weise Entscheidung. Wenig XP gefehlt zum Levelaufstieg. So, ja, natürlich, von da komme ich ja. Kraftsirup, 100 Zen. Ah, okay. Stimmt, da war vorher eine Kiste, die konnte ich nicht öffnen. Beziehungsweise, das war dann ja, glaube ich, sowas wie die Brücke, die ausgeklappt wurde. Habe ich den Schalter. Tja. Keine Ahnung, wo hier der Schalter jetzt ist. So, auf jeden Fall sollte es nach dem Kampf schon mal ein Level up für mich geben. Ich überlege gerade, dann wäre Intelligenz doch eigentlich auch gar nicht so schlecht für mich, weil ich ja auch Magieattacken beherrsche jetzt. Und Schnelligkeit würde ich jetzt auch tatsächlich nehmen. Zweimal das, zweimal das. So. Alles klar. Warum komme ich nicht von da? Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Das könnte hier auch ein Ausgang sein. Ich kann hier irgendwas mit dem Gitter machen, ne? Tja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Was ich jetzt nur machen kann. Hier offensichtlich nichts. Gibt es hier einfach irgendwie sowas wie einen Geheimweg? Wäre schon ein bisschen fies. Das wüsste ich jetzt echt nicht, wie ich da weiterkommen soll. Gut, an den Löchern, das ist ja auch nichts. Aber ich sehe hier gerade gar nichts, wo was sein könnte. Tatsächlich.
Gar nichts bewirkt. Das Ganze. Tja. Die Gegner hier habe ich ja soweit auch alle besiegt. Also. Ich habe keine Ahnung. Gut. Fangen wir nochmal so an. So, normal funktionieren. Oh, sehr gut, sehr gut. Und Spam. Da ist ja ein Schalter, aber das geht am Weg. Keine Ahnung, was man hier noch machen könnte. Ich glaube, ich gehe sowieso erstmal raus und werde mich heilen. Ich war ja auf der anderen Seite noch was, aber glaube ich tatsächlich nicht. Gut, euch nehmen wir dann auch nochmal mit. Ich glaube, im Innen könnte ich mich dann auch schon mal direkt heilen, wenn ich dann schon mal da bin. Seite schaue ich noch mal kurz. Na komm. Damit ich die hier erstmal schön ausmanövrieren kann. Sehr gut. Da ist nichts. Dann gehe ich auch erstmal wieder raus. Ganz klar. Gehen, um mich zu heilen und dann nochmal speichern. Und dann gucke ich vielleicht erstmal für mich in Ruhe, wie ich damit noch weiterkommen kann. So, hat ja auch schon wieder lange gedauert. Die Musik. Was? Gut, du scheinst stark genug zu sein. Gehen wir zum Dämonenkönig. Gut, wie ihr meint, Meister. Sein Schloss liegt im Süden und jetzt komm. Oh. Eine Sequenz im Traum sozusagen. Interessant. Das ist hier durchaus sehr interessant gerade. Warum ist sie jetzt nicht in der Thron meiner Gruppe, aber er? So, interessant. Drei Kraft trinken. Kann ich jetzt quasi im Traum noch XP sammeln? Tatsache. Wow. Und dann bekomme ich aus dem Traum sogar noch Gold.
beziehungsweise Zen. Und ich habe auch die Gegenstände aus der Realität. Sehr strange das Ganze. Ich nehme an, da geht es dann richtig weiter. Müssen wir das wirklich tun, Meister? Ich meine, wir sollen den Dämonenkönig töten. Und wenn schon, es wird ein neuer Dämon an seine Stelle treten und alles wird sich wiederholen. Unser Auftraggeber sieht aber im Dämonenkönig eine zu große Gefahrenquelle. Er hat sich in den letzten Jahrhunderten viel zu viel Macht angemaßt, als dass wir das noch länger tolerieren könnten. Also jammere nicht rum, wir müssen Befehle ausführen. Ihr habt wie immer recht, Meister. Hat er das? Hat er das wirklich? Wer seid ihr? Der Dämonenkönig empfängt hier in seiner Südresidenz keinen Besuch, also packt euch und verschwindet. Ich bezweifle, dass ihr großartig etwas zu melden habt. Wow. Bist du verrückt? Dafür erwartet ihr eine extrem hohe Strafe, Freundchen. Vielleicht vom nächsten Dämonenkönig. Der Amtierende lebt nicht mehr lange, aber ihr dürft ruhig schon einmal vorgehen. Das wäre es gewesen. Geh mich hinein und kümmern uns um diesen Möchtegern-König. Ja, Meister. Oh, das war quasi eine Erinnerung. Aber da würde es trotzdem keinen Sinn machen, warum ich die Gegenstände aus der jetzigen realen Welt bei mir habe. Haben wir dich, Dämonenkönig? Wie seid ihr hier reingekommen? Ich habe unzählige Wachen aufgestellt. Zwei, um genau zu sein. Dieser Haufen inkompetenter Schwächlinge? Lachhaft. Und was wollt ihr? Es wird Zeit, dass ihr abdankt. Mein Auftraggeber sehen nur ungern eure Politik mit an. Was? Es ist unabhängig, dass wir Dämonen die Welt der Menschen unterjochen. Weshalb soll es also falsch sein, die Weltschwelle zu nutzen? Nun ist es einfach noch nicht Zeit dafür. Mein Auftraggeber möchte euch einfach nur durch einen etwas weniger medizinierten Kandidaten ersetzen. Das lasse ich nicht mit mir machen. Zu dumm. Ah, Mistkerl! Los, mein Junge, das ist deine Chance. Erledige diesen aufgeblasenen Hampelmann. Ich frage mich hier. Moment, aber. Wollen wir nicht darüber reden, über die Frau, die hier liegt? Wer das sein soll und ob es hier gut geht? Aber es ist Dämonenkönig. Es ist der Dämonenkönig. Wie soll ich den denn besiegen? Ich habe ihn entscheidend verletzt. Versetze du ihm einfach den Gnadenstoß. Wie ihr wünscht, Meister. Ich finde, das ist trotzdem nicht so einfach. Wie gesagt, ich bin mir halt nicht sicher, ob das jetzt eine Erinnerung ist oder doch eine Traumsequenz. Aber so oder so ist es seltsam, als Side-View-Battle-Grafik gegen eine Standard-Battle-Grafik zu kämpfen. Ja, die Kreuzschlange. Ja gut, allerdings der Kraftschlag, der tut es auch. Ich habe, wie gesagt, immer noch keine Ahnung, warum der Satoshi jetzt hier bei mir ist, aber naja. Das ist einfach eine seltsame Sache. Oh, er war betäubt, also funktioniert jetzt tatsächlich. Aber ich will trotzdem gucken, was der Kreuzschlag noch so macht. Oh, Licht ist auch schon gut gegeben. Ja. Wow. Was für ein Dämonenkönig. Unmöglich. Oh. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass dieser Fatzke kein Problem darstellt. Ihr hattet wie immer recht, Meister. Doch wer ist diese Frau? Oh, er ist jetzt aufgefallen. Woher kommt sie? Diese Art von Dämon habe ich noch nie gesehen. Was war das, Verräter? Wieso konnte ich deine Gedanken sehen? Wenn wir im Mond schlafen, kann es vorkommen, dass unbeteiligte Personen durch unsere Träume die unterbewussten Gedanken lesen können. Hm. Eines möchte ich dabei fragen. Und das wäre, wer war diese Frau? Das erzähle ich dir bei Gelegenheit. Oder ich erfahre es, wenn du davon träumst. Warum lag der Satoshi jetzt nicht im Bett? Der ist auch mit uns gekommen. Fragen über Fragen.
So, gut, auf jeden Fall will ich dann nochmal gerne speichern. Und dann werde ich mich in der Kanalisation noch einmal in Ruhe umsehen. So. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, ich habe tatsächlich jetzt nach sehr langer Suche herausgefunden, wie es weitergeht. Zwar ist hier tatsächlich ein Geheimgang, so wie ich es vermutet hätte, aber da muss man sich quasi so den Weg vorantasten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war einfach jetzt im Prinzip eine x-beliebige Stelle. Man muss jetzt quasi einfach durch Reis probieren, überall an allen Wänden probieren, wo hier ein Geheimgang ist. Und das fand ich dann doch schon ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen, dass da jetzt ein Geheimgang ist, weil, ich sag mal, die Stellen, wo jetzt dieser Geheimgang ist, die sind jetzt nicht wirklich erkenntlich gemacht, beziehungsweise es gibt da so keinen richtigen Hinweis, ne, dass da eben so an einer bestimmten Stelle ein Geheimgang ist. Und dann sucht man hier sich einen Wolf ab, sage ich mal. Gibt es überhaupt das Sprichwort? Oh, Wolf, so. Na egal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Naja, also, ich hätte es zumindest so ein kleines bisschen auffälliger gemacht, diese Stelle, wo dann durchhängt, sagen wir es mal so, ne? Weil so ist das tatsächlich völlig random irgendwie. Ja. Finde ich dann jetzt in dem Fall nicht ganz so gut gelöst. Ja, hätte man auf jeden Fall erkenntlicher machen müssen. Die Stelle. Finde ich. So. Auf jeden Fall, ja. Da ist jetzt die Kiste nicht mehr. Komm, du gehst ja jetzt mal. Ich habe keine Lust mehr, bevor ich schleime. Tja, haben sie auf mich. Scharf auf mich. Aber auch wenn ihr unbedingt sterben wollt, an mir ist auch nicht scheiße. Ist das euer Ernst? Offensichtlich. So. Wunderbar. Sehr schön. Gut, dann würde ich mal vorschlagen. Komm, einmal das. Mal das. Ich würde sagen, Intelligenz bei ihm will ich an dem Mädchen nicht nehmen. Aber Agilität auf alle Fälle. Geschick. Ja. Lassen wir das erstmal so. Oh, da sehe ich noch ein paar Schwolche. Wir sind die mächtige Diebesbande, die es mächtigste Diebesbande, die es je gegeben hat. Ja, das sagen sie alle. Selbst der Schattendieb sieht dagegen alt aus. Ihr seid ja so toll, Chef. Wir haben Unmengen an Reichtümern eingeheimst. Mich will ich ja nicht stören. Wer seid ihr? Wir sind gekommen, um euren Diebstählen ein Ende zu machen und euch hinter Gitter zu bringen. Har, har, ihr, dass ich nicht lache. Ich zeige euch gleich mal, wer hier die Hosen anhat. Ja, ja, versuch das nur. So, Kraftschlacht, der klappt doch bestimmt immer. Gegen Bestien, ja gut, eher nicht. Doppelstich dann. Und der normale Angriff. Pieks, pieks. Ja, der Schaden ist schon ordentlich. Frage ist nur, ob der dann noch betäubt ist. Ich vermute mal nein. Falls ein Boss ist. So, so, dann so. Einmal da, einmal in den Hintern, wunderbar. Okay, anscheinend klappt es tatsächlich mit der Betäubung. Hab ich nichts gegen. Die ganze habe ich quasi wieder zunichte gemacht. Ja gut, nicht die ganze, aber schon ein ganzes Stück. Vor allem, wenn man noch mal verfehlt, macht es das nicht besser.
Aber ich glaube, ich werde jetzt bei ihr erstmal immer nur Geschick nehmen und bei dem anderen Stärke. Und bei mir, naja, gut, muss ich halt immer gucken, wie es passt. So, erstmal in die Eier, in den Hintern. Wunderbar. Der kräftige Schlag. Okay, schon mal gut, dass einfach nicht jede Runde angreift. Tja, läuft doch. So viel zum weißen Leben. Das kam unerwartet. Oh, achso, okay, die sind gekommen. Mist, die sind gekommen. Aber wie haben sie das nur gemacht? Zumindest konnten wir den Anführer-Ding festmachen. Lass ihn uns beim Kommandanten abliefern. Achso, der lebt sogar noch. Tja, und was ist mit den anderen Strolchen? Ich danke euch ehrlich, konnten wir den Besitzer und ihr gestohlenes Eigentum wieder zurückgeben. Und den Anführer der Bande haben wir auch. Dummerweise sind seine Rassenkameraden geflüchtet und er verliert keinen Silber darüber. Falls ihr die anderen Diebe findet, könnt ihr sie herbringen. Kein Problem, wir schauen, was wir machen können. Ich danke euch. Was würden wir ohne euch machen? Ja, das freut mich auch. Wenn ihr die ganze Bande findet, bekommt ihr auch eine angemessene Belohnung. Na? Wie fühlt es sich da an? Aber da waren noch so schöne Schatzkisten, die würde ich schon gerne nehmen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, dann machen wir das auch, aber dann gehe ich aus Kühn dahin, werde den Pattern an der Stelle beenden und dann sehen wir uns dann quasi vor den Kisten wieder. Genau. Ja, und bis es dann soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.